Willkommen, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es geschabte Spätzle mit Buten, Brust, Paprika, Soße, irgendwie so. Wir haben ja schon mal vorbereitet zwei Paprika, Knoblauch, Ingwer, diverse Gartenkräuter, also Petersilie, glaube ich, Schnittlauch, Knoblauchgras, Thymian. Thymian ist ganz wichtig. Der ist gewaschen. Wir streifen einfach nur die kleinen Blättchen gleich ab und das kommt dann ins Essen. Die geschabten Spätzle, die brauchen eine Weile, deswegen erhitze ich hier schon mal Wasser. Und hier ist etwas Öl drin und da kommt gleich die Putenbrust rein. Die habe ich schon in geschnetzelter Form gekauft. Das zeige ich euch auch gerne hier vom Aldi. Putengeschnetzeltes, Haltungsstufe 3, 350 Gramm, das ist perfekt von der Menge her. Und ich erhitze jetzt hier schon mal die Pfanne und das Öl darin und da kommt gleich die Putenbrust rein und außerdem der Ingwer und der Knoblauch. Das Öl ist heiß geworden. Die Putenbrust ist drin, die ist schon in Streifen geschnitten, vom Aldi, wie gesagt, günstigerweise. Und da kommt jetzt noch der Knoblauch dazu und der Ingwer. Und dann wird das alles zusammen kurz angebraten bei mittlerer Temperatur. Das Ganze sieht hier so aus und die Spätzle kochen auch gleich, beziehungsweise das Wasser dafür. Das heißt, die Spätzle können hinein goldbraun anbraten von allen Seiten. Das ist der Plan. Das läuft ganz gut, riecht gut, sieht appetitlich aus. So, kochendes Salzwasser brauchen wir hier. Das habe ich gemacht. Da ist ein ordentliches Portion Salz drin und dann kocht das auch jetzt hier 12 bis 14 Minuten, brauchen die Spätzle. Das heißt, so, ja. 15 Minuten gebe ich denen jetzt bei geringer Hitze, sollen die vor sich hinköcheln, gelegentlich umrühren. Und derweil brät hier immer noch das Huhn, hätte ich fast gesagt, beziehungsweise die Pute, das ist der freundliche Kochlöffel, mit dem ich hier umrühre gelegentlich. Goldbraun soll das Ganze angebraten werden. So, nachdem wir das Fleisch jetzt beiseite gestellt haben, das ist soweit fertig, werden als nächstes die Paprika 2 bis 3 Minuten angebraten, dann kommt der Thymian dazu. So, nachdem hier mit der Gemüsebrühe abgelöscht wurde und nachdem das Wasser halbwegs verdampft ist,
kommt jetzt das Putenfleisch hinzu. Die Spätzle sollten auch bald fertig sein, circa 5 Minuten. Die kochen hier fröhlich vor sich hin. Ja, und dann war es das im Wesentlichen.